He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Da wurde zur mächtigen Battle Cat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Hause der mächtigsten Krieger des Universums. Irgendwo auf diesem Planeten werde ich den besten Gladiator für meine Kosmos-Spiele finden. Aber wer wird es sein? Vielleicht der Krieger namens Rem-Man? Nein, er verfügt zwar über enorme Kräfte, aber er hat kein Format. Beastman ist unheimlich stark, aber er ist ein wildes Tier und nicht zu zähmen. Nein, für meine Spiele brauche ich den größten Kämpfer, den es je gegeben hat. Und das ist kein anderer als He-Man. Ich werde einen Hilferuf vortäuschen und ihn hierher locken. Dich. In dem Hilferuf war die Rede von einem Raumschiff, das hier gelandet ist. Da ist He-Man. Es läuft alles wie geplant. Ihr wisst, was zu tun ist. Das wissen wir, Game Master. Seltsam. Hier ist weit und breit überhaupt kein Raumschiff zu sehen. Wow, das gefällt mir nicht. Das sieht ganz nach einer Falle aus. Skeletor hat wohl eine Bande neuer Lakaien angeheuert. Die kommen nicht von Skeletor. Stimmt, He-Man. Wer bist du? Ich bin Game Master. Ich suche nach den mächtigsten Kriegern für meine kosmischen Spiele. So, du hast mich hergelockt. Ganz recht, weil ich testen wollte, wie stark du wirklich bist. Ich bin sehr beeindruckt. Du bist eine Bereicherung für meine Arena. Leider kein Interesse. Dein Interesse kümmert mich wenig, He-Man. Du wirst tun, was ich dir sage. Wenn du Spiele so magst, dann spiele ich mit dir. Du hast mich überzeugt, Krieger. Komm, hier gibt es nichts zu gewinnen. Ihr lasst ihn einfach so gehen. Natürlich nicht, Dummkopf. Er hat sicher irgendeine Schwäche, die ihn verwundbar macht. Und mein kleiner Spion hier wird rauskriegen, welche.
muss ich Vater lassen. Sein neuer Trainingsroboter ist gut. Vielleicht zu gut. Lass mich mal! Ein Schild kann eine gute Waffe sein. Das merke ich mir. Danke, He-Man. Was hat es mit diesem Hilferuf auf sich? War jemand in Gefahr? Nur ich. So ein Schurke, der sich selbst Game Master nennt, wollte mich als Gladiator für seine Spiele mitnehmen. Und dann? Nun, Battlecat und ich haben abgelehnt. Gott sei Dank. Es wäre schrecklich, wenn man dich von hier wegschleppte. Ich würde einen meiner besten Krieger verlieren. Und einen meiner besten Freunde. Ich schätze dich sehr. Ich schätze dich auch sehr, Tila. Hört damit auf! Es gibt Wichtigeres zu tun. Ein Spion hat mir gesagt, He-Man hätte eine kleine Freundin bei der königlichen Wache. Wenn wir sie entführen, würde He-Man sicher alles für ihre Freilassung tun. Los, komm! Wir haben noch viel vor. Das, meine Damen, ist Man-at-Arms neueste Erfindung, das Androidenpferd. Wie funktioniert es, Adam? Zeig es uns doch mal. Man muss nur aufsitzen und sagen... Vorwärts, Strider! Nun, Lieber, pass mal auf. Strider, jetzt Schluss damit. Wir haben Striders Befehlscode einfach geändert. Wer versucht, ihn zu reiten und den Code nicht kennt, wird abgeworfen. Hätte ich das nur gewusst, bevor ich baden ging. Wann hörst du endlich auf, Leute immer beeindrucken zu wollen? In dir steckt ein großer Charmeur, Adam. Und den mag ich sehr gerne. Mehr als He-Man? Ich mag euch beide. Jeder hat seine Vorzüge. Du wärst nie ein Kämpfer so wie He-Man. Oh, ich kann aber auch ganz gut mit dem Schwert umgehen. Ach, Adam. Adam, gib mir das Schwert. Aber warte, Tila. Verschwindet, aber schnell. Ergreift sie! Glaubst du, du könntest uns mit deinem lächerlichen Schwert aufhalten? Mein Schwert? Das werde ich als Andenken an einen leichten Sieg mitnehmen. Richte He-Man aus, Kleiner. Wenn er Tila wiedersehen will, muss er in meiner kosmischen Arena für sie kämpfen. Er soll alleine kommen, sonst bleibt sie für immer meine Gefangene. Adam, wer war das? Wohin bringen Sie Tila? Sie nehmen sie als Geisel mit. Na, dann verwandle dich doch und verfolge sie. Wenn ich das nur könnte, Orko. Aber die haben mein Schwert. Oh nein. Ich verfolge sie. Tila meint zwar, ich würde nie ein Held sein wie He-Man, aber ich hoffe für sie, sie irrt sich. Ich habe sie auf dem Radarschirm. Sie sind jetzt südlich der Märchenberge. Muss denn das alles wirklich sein? Solange He-Man nicht da ist, sind wir ihre einzige Hoffnung. Aber He-Man sollte allein kommen, wenn er dich sieht. Das wird er nicht. Ich habe einen Plan. Und ihr müsst mir helfen.
nichts wie weg hier. Pech gehabt, Fräulein. Aber ich siege immer. Vielleicht hätte ich ganz auf He-Man verzichten sollen. Du hast selbstbeachtliche Fähigkeiten. Öffne diese Tür, dann werde ich dir eine kleine Kostprobe geben. Nur Geduld, meine Liebe. Wenn He-Man kommt, um dich zu retten, habe ich die zwei stärksten Krieger von Eternia, die ich zu meinem Vergnügen kämpfen lassen werde. Also, ihr wisst Bescheid. Klar, lass mich nur machen. Oh, das geht bestimmt in die Hose. Wer wünscht den Game Master zu sprechen? Hä? Ich, Orkut der Große, Eternias berühmtester Jäger. Ich komme, um dem Game Master, diese wilde Riesenkatze, für seine Kampfarena anzubieten. Die sieht gar nicht so wild aus. Aber das soll der Meister entscheiden. Ja? Du willst mir also dieses Tier verkaufen. Mal sehen, ob es sich lohnt. Vor euch seht ihr die grausamste, wildeste Bestie des gesamten Universums. Wo denn? Na, das bist du doch. Ach ja, richtig. Brille. Das war alles? Oh nein, ihr müsst ihn beim Kampf sehen. Aber wir brauchen ein Opfer. Du hast doch keine Angst vor dem. Angst vor dem? Nein. Angst vor seinen Zähnen und Klauen? Ja. Ach, das ist Zeitverschwendung. Die Katze taugt nichts. Das wollen wir mal sehen. Asche, ich nehme ihn. Als Clown macht er sich vielleicht ganz gut. Sieht mir ganz nach Kerker aus. Tina! Tina! Du hast also He-Man meine Nachricht nicht überbracht. Diesen Fehler wirst du bereuen. Da ihr drei euch solche Mühe gegeben habt, hier hereinzukommen, dürft ihr auch an den Kämpfen teilnehmen. Sperrt ihn ein! Was wird denn jetzt geschehen? Die Antwort wird dir nicht gefallen. Du bist gekommen, um Tina zu befreien. Sie wird das Vergnügen haben, zuzusehen, wie du für sie kämpfst. Adam! Adam ist kein Kämpfer. Er wird deine grausamen Spiele nicht überleben. Das hätte er sich früher überlegen sollen. Die Spiele sollen beginnen. Mein Schwert. Wenn ich nur mein Schwert hätte. Dein Gegner ist Kregox, der Schreckliche. Du siehst, warum man ihn so nennt. No! Ist mutiger als ich dachte. Aber wenn Kregox erst seine Stachel benutzt, ist es aus.
Adam, gib Acht auf den Schwanz. Wenn ich nur die Hände frei bekäme, wirke, Zauber, wirke. Geschafft! Schnappt die! Geh weg! Hey, du Ekel! Komm her! Tila! Tila! Das ist der beste Kampf seit Jahren! Du Schurke! Das wirst du büßen! Hey! Erwarte! Ich reiß dich in Stücke, du Zwerg! Den überlass mir, Orko! Bei der Macht von Grayskull! Ganz recht! Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen! Gut gemacht, Battlecat! Meinen besten Kämpfer hast du besiegt, aber gegen mich hast du keine Chance! Master, beenden wir das! Mann gegen Mann! Mann Dreizack! Ich sagte Mann gegen Mann, Game Master! Oder betrügst du bei jedem Spiel? Mein Todesdiskus zerschmettert dich! Du spielst falsch! Ich habe noch meine Diener! Die stärksten Krieger, die es im Universum gibt! Ja! Krieger, die du gezwungen hast, als Sklaven für dich zu kämpfen, Game Master, die stehen dir nicht bei. Komm zurück und kämpf, Feiglinge! Das Spiel ist aus. Du hast verloren. Nein, ich gewinne immer. Das ist Betrug. Eins kann ich nicht ausstehen, und zwar schlechte Verlierer. Wie geht's dir, Tila? Besser. Wo ist Adam? In Sicherheit. Weißt du, ohne ihn hätte ich dich nie gerettet. Ich weiß. Ich wusste gar nicht, dass er so mutig sein kann. Ich auch nicht. Jetzt, wo Game Master im Kerker sitzt, seid ihr alle wieder frei. Meine Zeitschleuse bringt euch zurück. Ich kann's einfach nicht fassen. Aber unsere Rettung haben wir Adam zu verdanken. Unter uns, Tila. Was für einen Mann würdest du vorziehen? Jemanden wie Adam oder jemanden wie mich? Ich weiß nicht, ich... suche, glaube ich, einen Mann mit Adams Charme und deinem Mut. Aber wo finde ich den? He-Man musste sich heute auf ein gefährliches Spiel einlassen. Game Master prahlte, er würde immer gewinnen. Als er aber verloren hatte, wurde er böse.
Spielen kann viel Spaß bringen. Aber wenn Gewinner immer prahlen oder Verlierer immer wütend werden, macht Spielen keinen Spaß mehr. Ich sage euch was. Man muss ein guter Gewinner und ein guter Verlierer sein können. Dann habt ihr und eure Mitspieler auch echt Spaß beim Spielen. Also dann tschüss!